Yo, what's up, Friends? Herzlich willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal und herzlich willkommen zum wahrscheinlich schnellsten Einstieg, schnellsten Intro in das latest Pickup-Video, welches ich jemals gemacht habe, weil ich auch nicht allzu viel um den heißen Brei reden möchte. Aber ich bin ein bisschen abgefuckt, ich war ein bisschen zu lange wach gestern, es gab ein bisschen zu viel Wein, ein bisschen zu viel Alkohol und ich habe so viel Klamotten, eigentlich nicht, aber so viel Sneaker vor mir, die ich jetzt in diesem Latest Pickup Video euch zeigen möchte. Es wird, by the way, aber auch ein Zweiteiler, von daher, wenn du keinen Bock hast auf die ganzen Klamotten, die ich jetzt hier nur in diesem Video vorstellen werde, dann check doch gerne hier oder da das Sneaker Latest Pickup Video ab, welches ich direkt jetzt hier am Anschluss aufnehmen werde und wahrscheinlich ein paar Tage später hochladen werde. Aber trotzdem, wenn du jetzt schon hier bist, kannst du auch gerne ein Like oder einen Kommentar da lassen und im Endeffekt kannst du eigentlich auch jetzt komplett hier bleiben und einfach das Video jetzt laufen lassen. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen, würde mich sehr supporten. Und wenn du keinen Bock hast, die Sachen jetzt hier in der Kamera zu sehen, dann check doch gerne hier mein Instagram oder hier mein Instagram ab. Dort sind die Sachen auch alle schon getragen. Gibt es Outfit-Posts, Detail-Shots und so weiter. Deswegen fangen wir direkt an mit dem Video. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. 6 Monate latest Pickup. Der Entzug ist vorbei. Ich freue mich wirklich sehr, endlich wieder so viel Quatsch und so viel, wir fangen jetzt einfach an. Let's go. So, Friends, und einfach, weil ich darauf Bock habe und einfach, weil ich es jetzt kann, zeige ich euch natürlich auch komplett meine ganzen random latest Pickups, die ich in der Zeit, glaube vor meinem Urlaub war es, noch gemacht habe, weil da hatte ich einfach einen heftigen Nostalgie-Kick und ich habe mir einfach wieder neuen Support gekauft für meine aktuellen Elementarhelden, weil, wie du vielleicht sehen kannst, siehst du das da? Das sind meine Yu-Gi-Oh! Karten. Da ist auch mein Elementarhelden-Deck drin von Jaden und yes, ich habe mir neue Yu-Gi-Oh! Karten gekauft. Viele von euch könnten auch vielleicht diese Karte noch kennen, ja, je nachdem, wie alt jetzt ihr seid oder wie sehr ihr jetzt vielleicht mit Yu-Gi-Oh! Zu tun hattet, habe ich mir hier ein bisschen Support gekauft, nämlich einmal die böse Heldkarten. Für diejenigen, die Yu-Gi-Oh! GX geguckt haben, die wissen, dass Jaden in der dritten Staffel ein bisschen abgedriftet ist und dann in der anderen Dimension zum obersten König wurde. Und yes, ich dachte mir einfach mal, so themenbasiert, weil ich ein heftiger Yu-Gi-Oh!-Nerd bin, dachte ich mir einfach mal, kann ich mir noch ein paar Yu-Gi-Oh! Karten kaufen. Deswegen, hier das erste latest Pickup, ein paar Yu-Gi-Oh! Karten. Ich glaube, ich habe für die insgesamt knapp 30 Euro oder 40 Euro ausgegeben. Aber ich dachte mir einfach so, komm, why not? Was soll der Geiz? So, fangen wir jetzt allerdings echt an mit dem heißen Scheiß und mit den richtigen latest Pickups. Falls es ein bisschen dunkler geworden ist, liegt halt daran, dass halt in Deutschland das Wetter einfach scheiße ist und es jetzt draußen noch stärker regnet als zuvor und dadurch ist es ein bisschen dunkler geworden ist. Aber ich denke mal, die Softboxen kriegen das einigermaßen gut hin, hier die Farben aufzufangen. Und ich hoffe, ihr seht natürlich auch alles Weitere noch so gut wie gewohnt. Aber jetzt hier das erste Piece wäre eine ganz normale Levi's Jeans, eine 511er. Ist sogar auch meine allererste Levi's Jeans, die ich jemals in meinem Leben gekauft habe. Ist nicht komplett baggy, weil diesen kompletten Baggy-Film fühle ich nicht so. Sie ist allerdings auch nicht komplett skinny, so wie es vorher nur gewohnt war. Farbton ist, ich glaube, Indigo Blue, Indigo Light Blue, irgendwie sowas. Größe 33, 32, aber auch die ganzen Informationen zu den Sachen, wo ihr die auch kaufen könnt, sowas, unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr Fragen habt, dann einfach unten einen Kommentar schreiben oder mir bei Instagram schreiben. Dann sind wir alle happy, dann wird euch geholfen. Aber jetzt finde ich wirklich ziemlich nice, habe ich über Amazon gekauft, glaube ich, für knapp 50 oder 60 Euro. Bin ich sehr mit zufrieden und auch den Fit feiere ich wirklich sehr. Das ist meine allererste Levi's Jeans und damit auch das erste Piece. Zweite Sache wäre sogar auch eins direkt meiner Lieblingspieces aktuell zur Zeit, weil es nämlich meine Essentials Fear of God Sweatpants ist in der Farbe Light Oatmeal, auch wenn es ausschaut wie Heather Gray oder vielleicht doch weiß, aber es ist Light Oatmeal, weil es doch ein ganz, ganz kleiner gelblicher Stich drin ist und draußen wird es noch dunkler, deswegen hoffe ich jetzt wirklich einmal, dass hier doch die Lichtqualität jetzt nicht nachlässt, aber bin ich wirklich sehr, sehr happy damit. Habe ich über StockX gekauft, was ein kleiner Genickbruch war, weil die Sweatpants mich 160 Euro gekostet hat. Und wird man das halt alles komplett auf den Retailpreis berechnen, ist es halt schon fast das Doppelte. Aber aktuell ist es ja immer noch so, wir können Essentials Fear of God nicht nach Europa versenden lassen und auch nicht bestellen. Deswegen bleibt halt entweder gute Connections oder halt der Resell-Markt. Deswegen, ja, dachte ich jetzt aber auch wirklich, für den Preis ist es noch einigermaßen im Rahmen, was den Resell-Preis angeht. Da jetzt auch aktuell die Sweatpants jetzt auf 210, glaube ich, gestiegen ist. Habe ich jetzt vorgestern vor ein paar Tagen nochmal nachgeschaut. Ja, habe ich in der Größe M. Findet mir richtig gut. Bilder seht ihr auch eingeblendet irgendwann oder habt ihr schon gesehen. Light Oatmeal auch wirklich einer meiner absoluten Favorite Colorways. Habe auch überlegt, ob ich vielleicht Heather Gray nehmen soll. Doch beim Light Oatmeal bin ich ein bisschen zufriedener. Überlege mir jetzt allerdings auch noch den Dark Oatmeal Heather zu holen, den Farbton. Der ist sehr, sehr krass, weil er noch ein bisschen dunkler ist und wenn man dann weiße Schuhe anziehen würde, weiße Sneaker, wäre der Kontrast halt ein bisschen stärker dazu, als wenn ich jetzt hierzu weiße Sneaker anziehe. So, Friends, ich hoffe, jetzt kackt die Lichteinwirkung nicht komplett ab, aber ihr seht hier schon, es ist ein riesengroßes schwarzes Piece
Und ich sehe auch schon komplett überbelichtet aus, aber ja, ich zeige es euch nochmal hier von der Rückseite. Er ist komplett clean. Ist ein schwarzer Oversize-Mantel von Zara, den ich allerdings noch nicht ein einziges Mal anhatte. Nicht, weil ich mit dem Struggle oder sowas, einfach weil ich bis jetzt noch nicht die Chance hatte, den zu tragen, weil es die letzten Wochen immer nur zu warm war für den Mantel. Jetzt ist es genau das passende Wetter dafür, weil es einfach nass und kalt ist. Nice. Aber ich blende einfach mal mein Wunsch-Outfit ein, welches ich gerne hätte. Nur da ist halt der Mantel auf dem Bild von Fear of God und kostet, glaube ich, 3.000 oder 4.000 Euro. Deswegen habe ich bei Zara hier diese günstige Alternative gesehen. Vielleicht auch leicht inspiriert von diesem Mantel für 120 Euro, die ich auch nicht dafür gezahlt habe, sondern letztendlich nur 35 Euro für diesen Mantel. War für mich absoluter Stil. Und ja, ich kann jetzt diejenigen verstehen, die halt sagen, okay, ist aber Fast Fashion, warum supportest du das? Im Endeffekt, ja, es ist halt Fast Fashion, da müssen wir uns jetzt nicht drüber streiten. Und ich meine, 120 Euro, dann auch 35 Euro und nachher war der auch noch bei, ich glaube, 20 Euro lag der auch noch dann im Sale. Und im Endeffekt muss man sich dann auch denken, okay, 20 Euro, da macht Zara wahrscheinlich immer noch Gewinn daran, an so einem popeligen Mantel. Aber so für mich reflektierend war das schon eine Investition in ein Piece, welches ich auch schön finde, weil der Fit ist ziemlich nice und letztendlich die Umsetzung von dem Outfit, was ich auch, welches ihr gerade gesehen habt, würde ich auch 1:1 so hinkriegen. Von daher bin ich da sehr, sehr happy, dass ich halt auch jetzt diesen Mantel habe, weil ich auch wirklich überall gesucht habe nach einem Oversize-Mantel und ja, er hat auch Drop-Shoulders, die ganz okay sind, weil viele haben halt dann auch immer noch diesen Herren-Style-Cut, sage ich jetzt einfach mal. Aber yes, ich bin sehr, sehr zufrieden damit und der ist auch wirklich gut verarbeitet. Ich glaube sogar ein Baumwollmix zu 80%. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Und im Endeffekt hoffe ich mal, dass ich auch wirklich lange Spaß mit diesem Mantel haben werde. Ansonsten wäre es sogar auch mein allererster Mantel, den ich jetzt so besitze. Und ich bin mal gespannt auf die ganzen Picks, die ich damit machen werde. Generell, wie ich es kombinieren werde, habe ich da schon einige Sachen so im Planung, im Köpfchen. Von daher seid auf jeden Fall gespannt. Es wird da safe das Outfit geben, welches ich jetzt hier von Fear of God so übelst fühle. Einfach nur, weil ich finde den Fit ziemlich nice und diesen Casual Look wirklich sehr, sehr clean. Werde ich wahrscheinlich auch versuchen, 1:1 dieses Bild auch abzushooten. Von daher seid auf jeden Fall gespannt. Checkt gerne Instagram ab, da wird es auf jeden Fall irgendwann kommen. Als nächstes hätten wir hier eine Sache, die mich komplett weggebumst hat. Im positiven Sinne natürlich. Und wovon ich niemals gedacht hätte, dass es umgesetzt so nice sein wird, auch jetzt langfristig. Also ich habe es jetzt knapp 3 oder 4 Mal schon gewaschen und wirklich, es ist fast immer noch so weich und immer noch fühlt es sich so an wie beim ersten Mal tragen. Es ist das Peso Raw Heavy Tee, welches ich zum Geburtstag bekommen habe von meiner Freundin. Und was soll ich sagen? Größe M fittet mir richtig, richtig gut. Hätte ich niemals gedacht, weil bei den Models sah das halt so richtig komplett oversized aus, so richtig typisch, so Krankenhaus-Nachthemd. Und ich dachte mir dann halt schon direkt bei den Fits von den Models so, na, das wird wahrscheinlich nicht meine Ästhetik sein und von daher ein fetter Drop sein für mich. Aber ich war dann auch gleichzeitig trotzdem auf der Suche nach einem sehr, sehr krassen Oversized-T-Shirt für den Sommer, was ich dann tragen kann zu Slides und Badehose so. Und habe ich letztendlich auch so umgesetzt. Könnt ihr gerne abchecken bei Instagram. Oder hier seht ihr das Bild sowieso eingeblendet, lul. Ja, wurde ich nicht enttäuscht. Ich hätte wirklich niemals gedacht, dass es mich so krass wegbumsen wird. Und auch nach dem Waschen fühlt es sich wirklich immer noch genauso an. Das Metal-Tag ist auch noch dran geblieben. Wobei ich jetzt immer noch überlege, dass halt zu entfernen, einfach weil ich sehr, sehr viel Pech hatte mit Metal Tags und auch von Represent 2 T-Shirts gerippt habe. Einfach weil ich mit diesem Metal Tag irgendwo schon mal hängen geblieben bin oder so. Frag mich nicht, wie, es ist irgendwie so passiert. Deswegen werde ich vielleicht das Metal Tag hier entfernen, vielleicht aber auch nicht, weil letztendlich würde ich mir dieses T-Shirt sowieso auch jetzt noch einmal selber nochmal kaufen. Ich hoffe, es gibt vielleicht irgendwann so nochmal verschiedene Fade-Typen, also vielleicht nochmal einen anderen Wash-Colorway. Wash-Colorway? Was, Bruder? Ja, so einen anderen Farbton oder vielleicht auch irgendwann andere Farben. Super krasses T-Shirt auf jeden Fall. Oh, muss sogar fairerweise sagen, ich habe jetzt hier gerade einen Riss entdeckt, was aber jetzt nichts zu tun hat. Also ich werde jetzt nicht sagen, oh, es ist auch ein komplett scheißes T-Shirt, weil letztendlich kann es auch gut sein, dass es einfach meine eigene Dummheit gewesen ist. Wie gesagt, ich würde mir das T-Shirt sowieso nochmal holen. War einfach auch komplett perfekt für den Sommer, auch für meinen Urlaub. Yes, das Peso Raw Heavy Tee. So, Friends, und kommen wir zu guter Letzt zu den Pieces, nachdem mich die meisten Leute gefragt haben, als ich sie damals gekauft habe und bei Instagram gepostet habe. Es sind Essentials Fear of God Pieces aus der Spring Summer 21. Und warum ist das so komisch oder warum haben mich da so viele Leute nachgefragt? Ihr wisst ja vielleicht selber oder wenn ihr es jetzt noch nicht wusstet, dann wisst ihr es jetzt. Ihr könnt Essentials Fear of God aktuell nicht bestellen nach Europa und auch nach England. Einfach weil die Versandrechtslage sich von Essentials Fear of God und ich glaube generell nur Essentials Fear of God sich seit dem 1. Februar oder seit dem 1. März geändert hat, sodass es nicht mehr möglich ist. Und ich glaube, der Drop ja, war jetzt im Mai, Anfang Mai, deswegen konnte man eigentlich die Sachen nicht bestellen. Ihr seht aber hier jetzt, ich habe sie mir gekauft und ich habe sie mir nicht über StockX gekauft oder andere Reseller, auch nicht über Vinted oder so. Ich habe mir die direkt
bei Essence gekauft. Und da will ich nicht allzu viele Wörter verlieren, weil dazu werde ich auch ein eigenes Video machen, wie ihr wahrscheinlich, wenn ihr Essentials Fear of God kaufen möchtet, es machen könnt. Ich möchte jetzt einmal nur ein paar Wörter verlieren zu den Produkten, werde wahrscheinlich auch nochmal ein einzelnes Video und ein einzelnes Review dazu machen. Wie gesagt, in meinem Infovideo, ich möchte wahrscheinlich auch viel mehr in die Materie von Essentials Fear of God reingehen. Wir haben hier den Moose Colorway, der jetzt in der Spring Summer 21 auch Grey hieß, was komplett irritierend war, weil ich dachte, es wäre nicht der gleiche Moose Colorway, den ich hier auch schon habe, von meinem Hoodie, der in meinem Kleiderständer hängt. Aber wir haben einmal hier den Mockneck, also den Sweater mit Stehkragen und etwas größeren Rundteilsausschnitt. Komplett clean, außer halt hier ein reflektierendes Essentials Fear of God auf der Vorderseite und auf der Rückseite halt mit dem Essentials Fear of God Gummistick. Letztendlich ist es komplett der gleiche Mockneck, den ich auch schon habe in Schwarz, aber ich dachte mir einfach, komm, in Grau finde ich diesen Colorway wirklich sehr, sehr schön. Ich dachte, wie gesagt, auch, dass es nicht der Moose Colorway ist, aber ja, Grau ist das neue Moose, beziehungsweise, ja doch, Grau ist das neue Moose, lul. Und ich habe mir einmal den Essentials Fear of God Sweater gekauft, der auch wirklich sehr, sehr schön ist, weil nämlich nicht mehr vorne komplett dick Essentials draufsteht, kein Gummiprint ist, sondern auf der Rückseite richtig schön Tone in Tone als Gummiprint Essentials mit jetzt auch kleiner geschrieben Fear of God draufsteht und hier oben auch nochmal im Kragen das Gummi-Stitching draufgestickt ist. Und ansonsten ist er komplett clean. Es gibt hier keine Essentials Fear of God Reflective Prints mehr am Ärmel. Finde ich wirklich sehr, sehr, sehr schön und sehr, sehr harmonisch. Habe ich beides Größe M, habe ich auch schon Outfit-Posts zu hochgeladen, auch wahrscheinlich auch Detail-Shots hochgeladen. Wenn ihr, wie gesagt, Fragen zu allen möglichen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Jedoch werde ich wahrscheinlich die ganzen Kommentare nicht allzu sehr beantworten, weil ich natürlich möchte, dass ihr auch mein Review seht und natürlich auch den Guide seht, wie ihr Essentials Fear of God kaufen könnt, wenn ihr aktuell ja Essentials Fear of God eigentlich nicht kaufen könnt. So, ein bisschen Verwirrung, ein bisschen spannend gemacht jetzt hier, aber bin ich sehr zufrieden mit den Sachen. Ich habe jetzt nur ein bisschen zu viel Geld dafür ausgegeben, aber wie gesagt, das wird ihr alles noch verstehen, das werdet ihr alles noch mitbekommen. Und jetzt, yes, das wären meine ganzen Klamotten gewesen, die ich mir jetzt halt in den ganzen letzten halben Jahr gekauft habe. Ich habe auch viele Sachen wieder verkauft, von daher, wenn ihr das Sneaker-Video seht und euch fragt so, oh mein Gott, pff, wie hat der 1200 Euro einfach ausgegeben für Sneaker? Ich habe sehr viel auch wieder verkauft, von daher besitze ich nicht mehr so viele Sachen, die ich halt in den letzten Videos jetzt mal vorgestellt habe, aber ja, das wäre jetzt alles gesagt. So, ich hoffe, das Klamotten-Ladies-Pickup-Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, unten schreiben. Wenn ihr Outfit-Posts sehen möchtet, dann einfach gerne bei Instagram folgen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Like da lassen oder diesen Kanal abonnieren, sofern ihr jetzt hier das erste Mal seid und eventuell Spaß dran hattet. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns irgendwann wieder beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.